Hast du diesen Satz schon mal gehört oder vielleicht sogar selber gesagt? Ja, ich wäre gern fitter und gesünder, ich wäre gern kraftvoller, ich will mehr Sport machen, ich will mich gesünder ernähren, ich will besser schlafen, aber ich habe eine Familie, ich kriege das nicht hin. Das heißt, sie nutzen ihre Familie als Ausrede statt als Grund, es zu werden. Und das ist sehr traurig. Und immer wieder begegne ich Menschen, die sagen, ich kann es nicht, ich habe nicht die Zeit. Doch, wir haben die Zeit, doch oftmals fehlt es an Prioritäten. Aber nicht nur das, es fehlt auch an der Organisation, an der Struktur, an den Gewohnheiten und an den Ritualen, die uns dabei unterstützen, das alles im Alltag leicht und locker unterzubringen. Und darum zeige ich dir in diesem Video, wie du in den nächsten 30 Tagen da jeden Tag drauf einzahlen kannst, wie du alles unter einen Hut bekommst, deine Ernährung, dein Schlaf, dein Training und dein Mindset so ausrichtest, dass du immer vitaler und gesünder wirst. Wenn du jetzt denkst, hey, der Raphael gibt mir einen Quickfix, sorry, so ist es nicht. Das ist keine Wunderpille, die dich von A nach B katapultiert. Es ist aber eine Wunderpille, die dafür sorgt, dass du alle, die auf dem Weg des Quickfixes sind, überholen wirst, weil du fundamental arbeitest und Gewohnheiten und Rituale aufbaust, die dich über Jahre, Jahrzehnte tragen können, dass du dir irgendwann überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen musst, wie es um dich steht, gesundheitlich und vom Mindset her. Und stell dir mal vor, was das mit deinem Familienalltag, was das mit deinem Businessalltag macht, wenn du weißt, auf meine Gesundheit kann ich immer bauen. Ich bin mental klar, ich bin körperlich vital und ich habe einfach Feuer, Kraft und Energie. Welches Vorbild wärst du für deine Kinder? Was könntest du alles kreieren in deinem Leben? Darum, lass uns einmal hineinstarten und Schritt für Schritt diesen 30-Tage-Plan aufbauen. Bereit? Let's go! Starte kraftvoll in den Morgen. Das ist der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und du kennst es selbst. Wann wachst du am fittesten auf? Wenn dein Wecker klingelt und du gehst direkt los. Denn mit dem Start in den Tag befeuerst du den Tag. Die meisten drücken einfach Snooze, weil sie keinen Bock haben aufzustehen. Aber dann drücken sie nochmal Snooze und dann drücken sie nochmal Snooze und es trägt sich so. Und sie kämpfen sich dann irgendwann raus aus dem Bett und fühlen schon diese Schwere und Müdigkeit, die sie jetzt halt in den letzten Minuten aufgebaut haben. Darum, steh ohne Snoozen auf, gib deinem Schweinehund keine Chance, dass er gewinnen kann. Wie? Nimm deinen Wecker. Leg ihn einfach mal 3, 4, 5 Meter weg, dass du gezwungen bist aufzustehen, um das Handy auszumachen oder den Wecker. Wenn das nicht reicht, nimm dir einen zweiten Wecker und leg ihn einen Raum weiter. Und dann stehst du. Und wenn du jetzt zurück ins Bett gehst, dann ist das eine sehr bewusste Entscheidung und dann bist du selber schuld. Aber du wirst es merken. Ich habe das gemacht, als ich begonnen habe, um 4.30 Uhr aufzustehen. Das Handy auf die Fensterbank gelegt. Dann ging es los um 4.30 Uhr. Ich bin aus dem Bett gesprungen und habe es ausgemacht, weil ich nicht wollte, dass meine Familie wach wird. Das Handy ist nicht der beste Wecker. Aber ich kann es nicht ab, wenn Wecker tick, 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 tick machen. Egal wie laut das ist. Also wenn du einen Wecker kennst, der kein Tick, Tick, Tick macht, bitte schreib es in die Kommentare. Da wäre ich dir riesig, riesig dankbar. Sollte allerdings ein analoger sein, weil sonst habe ich ja nichts gewonnen. Okay, steh auf, gewinn gegen deinen Schweinehund. Und bevor wir nun in die nächsten Schritte gehen, die du in deinen Tag einbauen kannst, ist es wichtig, dass du verstehst, du brauchst ein Commitment. Du brauchst wirklich ein echtes Commitment. Und dieses Commitment kannst du dir aufbauen. Und ich gebe dir jetzt einen kleinen Prozess mit, wie du das sehr kraftvoll für dich machen kannst. Ich nutze das immer wieder, wenn ich in eine neue Veränderung gehe. Und der Prozess ist folgender. Du nimmst dir 20, 30 Minuten Zeit. Du gehst an einen Ort, an dem du alleine bist. Und das machst du wirklich voller Intention. Du nimmst Papier mit und einen Stift zum Schreiben. Mehr brauchst du nicht. Stift, Papier. Und schreib's wirklich händisch. Das hat eine ganz andere Magie, wie wenn du es irgendwo reintippst oder ins Handy schreibst. Jetzt setzt du dich hin und du stellst dir 3 Fragen. Frage Nummer 1. Was ist aktuell mein größtes Leiden? Schreib's auf. Schreib alles runter, was dazu hochkommt. Punkt Nummer 2. Wie zeigt sich das genau in meinem Alltag? Schreib auf, wie es sich auswirkt. In allen Facetten. Punkt Nummer 3. Wenn ich körperlich vitaler bin und voller Energie, ist es dann noch ein Thema oder könnte ich leichter damit umgehen? Denn deine körperliche Vitalität ist der Schlüssel zu allem anderen. Je fitter und vitaler du bist, desto leichter fällt alles andere. Bist du körperlich top gesund, hast du ein ganz anderes Denken. Darum ist das Erste, was wir gleich aufbauen, körperliche Vitalität. Wir verknüpfen das auch mit Mindset, weil das Hand in Hand geht. Aber in erster Linie geht es darum, dass du dich ab jetzt dazu committest, diese Vitalität aufzubauen. Als letztes möchte ich dann, dass du dir folgenden Satz aufschreibst, ihn verinnerlichst und unterschreibst, wie einen kleinen Vertrag mit dir selbst. Und so lächerlich das klingt, wenn du das machst, wirst du dadurch Stärke und Commitment gewinnen. Schreib es vielleicht einfach hier ab. Ich Name
Übernehme volle Verantwortung für meine Mentalität und Denken von diesem Tag und an allen anderen. Ich akzeptiere die Verantwortung an all meinen Erfahrungen. Ich intendiere und kreiere Fülle, Vitalität und Flow in meinem Leben. Ich committe mich zu den Mustern und Gewohnheiten, die das bringen, entsage alle hemmenden und schädlichen Mustern und integriere konstant alles, was es für mich bedarf, erfolgreich in meinem Vorhaben zu sein. Setz einen Namen drunter, ein Datum und unterschreib's. Und mit diesem Commitment gehst du dann in die nächste Umsetzung. Denn der Punkt, den jetzt die meisten fragen, ist, wo fange ich an? Wo fange ich an? Und du weißt, was es zu beginnen gibt. Du weißt, wo du anfangen kannst. Du hast schon so viel gelesen, du hast dich damit auseinandergesetzt, du weißt, was es braucht. Wir brauchen nicht darüber sprechen, was du umsetzen musst. Das weißt du. Die Frage ist, warum tust du es nicht? Und der erste Punkt ist Zweifel. Du zweifelst daran, dass es zum Erfolg führt. Du zweifelst daran, dass du es kannst. Du zweifelst daran, dass du das Commitment hast, es langfristig umzusetzen. Du zweifelst daran, dass sich alle unterstützen, dass du es in der Familie unterbringen kannst, dass du die Zeit dafür hast und dass du dabei auch noch Spaß hast. Du zweifelst. Und jetzt sage ich dir etwas, was dir die meisten Coaches nicht sagen. Das ist okay und es ist normal. Doch, ich sage dir auch, es spielt keine Rolle. Du kannst zweifeln, du kannst Angst haben, du kannst unsicher sein. Spielt aber auch keine Rolle. Denn alles, was du brauchst, ist Überzeugung. Die Überzeugung, dass du schaffst. Und wie baust du die Überzeugung auf? Da gehe ich später noch tiefer drauf ein. In allererster Linie geht es aber darum, dass wenn ich dich frage, hey, bist du davon überzeugt, dass du dein Ziel in den nächsten 30 Tagen erreichen kannst? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, nein. Wenn ich dich aber frage, bist du davon überzeugt, dass du in den nächsten 10 Jahren, wenn du konstant dranbleibst, dieses Ziel erreichen wirst? Jetzt wird deine Antwort höchstwahrscheinlich ja sein. Also, lass uns diesen langfristigen Weg gehen. Denn wenn du nicht dazu committed bist, langfristig auf deine Vitalität und Gesundheit einzuzahlen, dann hat es eh keinen Wert. Sei für die nächsten 10 Jahre committed. Und wenn du diese Überzeugung hast, brauchst du keinen Glauben, dass du es schaffst. Dann spielt es gar keine Rolle. Dann bist du davon überzeugt, was viel tiefer verwurzelter ist. Denn Überzeugung tritt Glauben in den Popo. Du musst nicht an deine Ziele glauben, du brauchst einfach nur überzeugt davon sein. Wie du diese Überzeugung stärkst, da gehen wir am Ende drauf ein. Ich will aber, dass du jetzt erkennst, Überzeugung ist wichtiger als Glaube. In 10 Jahren, bist du überzeugt, dass du es schaffst in 10 Jahren? Also, lass uns diese Steps gehen. Denn was wir jetzt tun können, ist mit kleinen Schritten beginnen. Ja, aber Raphael, ich will schnelle Ergebnisse. Genau deswegen stehst du, wo du stehst. Ja, aber Raphael, das muss doch von Anfang an Vollgas sein. Genau deswegen stehst du, wo du stehst. Erkennst du, dass all das, was du bisher getan hast, dich an diesen Punkt gebracht hat? Wo du jetzt denkst, ich bin unzufrieden und ich will eine Veränderung, sonst würdest du das Video nicht schauen. Ich gebe dir einen Weg der Veränderung. Dafür ist es aber wichtig, dass du dein Mindset veränderst. Denn sonst landest du wieder da, wo du jetzt bist. Da wir uns schon darauf committed haben, das Ganze für 10 Jahre zu machen, spielt es doch auch keine Rolle, wann die Veränderung kommt. Und wie am Anfang erwähnt, wenn du diese Mini-Steps gehst, wenn du in die Überzeugung gehst für die nächsten 10 Jahre, dann wirst du erkennen, was für schnelle Fortschritte du machst mit der Zeit. Und dann wirst du sehen, wie du alle anderen überholst, die immer wieder diesen Quick-Fix suchen. Also zusammenfassend, du hast ein Commitment, du bist bereit, das Ganze für 10 Jahre zu machen und du weißt, wir gehen das Ganze in Mini-Steps an, damit es auch leicht in deinen Alltag integrierbar ist und du so von Woche zu Woche zu Woche Erfolge feiern kannst. Dann bauen wir das Ganze jetzt so auf, dass du einmal die Bewegung und das Training hast, die Ernährung und die Verdauung, Schlaf und Regeneration und am Ende das Mindset und das Bewusstsein. Dann zeige ich dir, wie die Überzeugung so tief in dir verwurzelst, dass du jeden Tag darin einzahlen willst und wie du das Ganze locker einfach in den Alltag einbindest. Ready? Let's go! Bewegung und Training. Bewegung heißt alles, was du im Alltag tust. Training heißt, wir verbessern unsere Leistungsfähigkeit. Im Alltag lade ich dich jetzt dazu ein, jeden Tag 5 Minuten spazieren zu gehen. Einfach nur 5 Minuten rausgehen. Wenn es in Strömen schüttert, lauf 5 Minuten hoch und runter im Zimmer. Aber beweg dich jeden Tag 5 Minuten einfach gehen. Das ist das Gesündeste, was du starten kannst. Nimm deine Familie mit, nimm deine Kinder mit, mach's nach dem Abendessen zu einem Ritual. Ja, das heißt, wir wollen die Kinder nochmal anziehen, dass sie mitkommen. Ja, wir wollen sie vielleicht dazu bringen, dass sie nochmal mit uns rauskommen, auch wenn sie keine Lust haben. Wenn deine Kinder aber auch alt genug sind, dass sie alleine zu Hause bleiben, leb's ihnen vor, indem du gehst, egal was ist. Vielleicht hast du einen Hund, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Du brauchst auch nicht auf die magischen 10.000 Schritte kommen, sondern einfach mal 5 Minuten und losgehen. Du kannst auch sagen, hey, ich gehe ja eh einkaufen, dann parke ich das Auto kurz davor und lauf die letzten 5 Minuten. Dann hast du auch gleich ein bisschen Krafttraining auf dem Heimweg. Du kannst das verbinden, wenn du deine Kinder in den Kindergarten, in die Schule fährst. Haltest an und läufst mit den 5 Minuten den Rest. Das tut auch diesen Kindern gut.
Es geht da einfach um die Konsequenz. 5 Minuten jeden Tag ist besser als einmal 25. Bring jeden Tag 5 Minuten Bewegung in deinen Alltag. Einfach nur spazieren gehen. Das nächste ist dann, dass wir ins Training starten. Und im Training möchte ich, dass du 5 Minuten Mobility machst. Vergiss Joggen, vergiss Krafttraining. Fang an mit einfachen Mobility-Übungen. Jedes Gelenk kreisen. Unten drin findest du einen Link zur Naturliste. Da ist alles, was ich dir heute erzähle, mit drin. Du brauchst nur diesen Link klicken und hast alles, was du brauchst, um in 30 Tagen eine komplette Veränderung durchzuführen. Also 5 Minuten Mobility. Mach das am besten morgens. Ja, steh früh auf. Wie du das schaffst, da gehen wir im Thema Schlaf drauf ein. Aber fang an mit 5 Minuten Mobility. Jetzt hast du 10 Minuten am Tag in deine körperliche Vitalität investierst. Und keine Sorge, wenn du das mal für eine Woche machst, wirst du automatisch mehr machen wollen, weil du die Effekte spürst. Wenn du nun schon ein paar Schritte weiter bist, dann starte mit Krafttraining, falls du das noch nicht machst. Unten findest du 10 und 20 Minuten Krafttrainingseinheiten und noch ein bisschen mehr. Beginne Krafttraining 2-mal die Woche einzubauen. Lieber machst du 2-mal die Woche 10 Minuten als 1-mal die Woche 20 Minuten. Warum? Weil dein Körper auf Regelmäßigkeit achtet. Dein Körper reagiert schneller, wenn du regelmäßig Dinge umsetzt, wie wenn du es nur einmal machst. Jeden Tag Mobility, 2-mal die Woche 10 Minuten Krafttraining. Bring das in deinen Alltag. Lass deine Kinder mitmachen. Lass sie sich herausfordern. Fordere deine Kinder raus. Werd fitter als deine Kinder. Dazu lade ich dich ein. Wenn du nun sagst, hey, ich habe schon Krafttraining, dann brauchst du kein Gym mehr, sondern trainier mit deinem eigenen Körpergewicht oder hol dir Tools, Kettlebells, Bänder. Mit diesen Trainings wirst du noch fitter, wie wenn du einfach nur an Maschinen sitzt. Wenn du Angst hast, dass du dich beim Training verletzt, weil du die Technik nicht kennst, dann hol dir einen guten Personal Trainer für eine Stunde und der soll dir die Übungen zeigen. Oder melde dich bei mir, auch wir haben Möglichkeiten, dich dabei zu unterstützen. Doch achte auf eine gute Durchführung, sitz nicht in Geräte rein, du sitzt sowieso schon den ganzen Tag. Die stabilisieren dich nicht, sondern die führen dich. Lerne deinen Körper selber zu stabilisieren. Lass das Gerätetraining beiseite und du wirst viel schneller fit. Der Weg dauert ein bisschen länger, aber dafür hast du umso mehr Power. Denk dran, das ist kein Weg, der dir einen Quickfix gibt, sondern eine Basis, auf der du aufbauen kannst ohne Ende. Ich trainiere seit Jahren und Jahrzehnten so und darum kann ich dir nur anraten, mach das und du wirst merken, wie viel Kraft, Energie und Power du bekommst. Gehen wir hinein ins Thema der Ernährung. Folgende Schritte lade ich dich ein, nacheinander zu gehen, damit du deine Ernährung ganz einfach optimierst. Punkt Nummer 1, trink ausreichend Wasser. 0,003 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Wasser, stilles, gutes Wasser. Das ist deine Basis. Wenn du das hast, kümmerst du dich um den Rest. Als nächsten Schritt kannst du dann sagen, ich trinke diese Menge an Wasser plus Tee und schwarzen Kaffee. Eine Tasse am Tag. Der Rest ist tabu. Trink Wasser, Tee und Kaffee. Mehr brauchst du nicht. Alles andere ist, oh, ich möchte mal einen Geschmack haben und sowas. Ja, dann mach dir Kräuter rein. Hol dir ätherische Öle, gute, und lass dann Tropfen rein. Du brauchst diesen ganzen Bullshit von Zucker nicht trinken. Er wird eher deine Verdauung verschlechtern und dementsprechend dir Magen-Darm-Probleme bringen, selbst wenn du es nicht weißt. Wie spürst du, dass du Magen-Darm-Probleme hast? Guck mal dein AA an. Ja? Wenn das nicht rauskommt ohne Probleme und schön oben schwimmt, dann hast du keine gute Verdauung. Das ist leider die Wahrheit. Wenn du ausreichend trinkst, Tee, Kaffee und alles andere beiseite lässt, dann nimm eine Mahlzeit am Tag und ersetz sie durch Lebensmittel statt Produkte. Lebensmittel ist alles, was gelebt hat oder lebt. Produkte ist all das, was irgendwie zusammengepanschter Bullshit ist. Auch das ist nicht gut für deine Gesundheit und das weißt du. Geh auf Lebensmittel. Unten drin findest du auch unser Rezeptbuch, wo ganz viele leichte und schnelle Rezepte drin sind. Mach es nicht zu kompliziert. Fang an mit einer Mahlzeit am Tag. Wenn das gut funktioniert, dann sorge dafür, dass du in Ruhe isst. Dass du jede deiner Mahlzeit in Ruhe isst, ohne das Handy, ohne Fernseher, sondern in Ruhe mit dir und deiner Familie. Kau ausreichend und mach einfach nur das. Der nächste Schritt ist dann, sei es intermittierenden Fasten oder mal einen ganzen Tag Fasten, aber bring Fasten in deinen Alltag. Das sorgt für eine gute Verdauung. Das sorgt dafür, dass dein Körper lernt, auf die Reserven zuzugehen. Und das wollen wir langfristig. Dann ist der nächste Schritt eine Darmkur. Bring deinen Darm auf Vordermann. Eine Darmkur hilft A, schnell Gewicht zu verlieren, mental klarer zu werden, mentale Stärke zu bekommen, innere Ruhe und Gelassenheit aufzubauen und das sehr einfach. Und wenn das dann auch erledigt ist, dann stell deine Ernährung um auf Lebensmittel. Immer mehr, Step by Step, ein Schritt nach dem anderen. Wie kannst du das ganz einfach machen? Mach dir einen Menüplan. Was esse ich wann? Mach dir dazu auf die passenden Einkaufslisten und setz das Ganze dann um. Ich habe es dir einfach gemacht und unten findest du das schon mal für eine Woche, dass du direkt loslegen kannst. So hast du überhaupt keine Ausrede mehr. Klingt erstmal langweilig, sorgt aber für Organisation. Und Organisation sorgt dafür, dass du schnell in die Umsetzung kommst. Sorgt dafür, dass du
in die Kraft kommst, sorgt dafür, dass du weniger Stress damit hast. Und wenn du weniger Stress mit dem Thema Ernährung hast, läuft alles auf einmal viel leichter, oder? Was koche ich heute? Diese Frage stelle ich mir seit Jahren nicht mehr. Also, Schritt für Schritt in diese Umsetzung gehen. Und dabei hast du keinen zusätzlichen Zeitaufwand. Du gehst sowieso einkaufen, du richtest sowieso Essen. Es ist nur ein bisschen anders gemacht. Es ernährt dich besser, es schmeckt besser. Deine Kinder werden sich Schritt für Schritt daran gewöhnen. Du kannst sie mit einbeziehen in der Ernährungsgestaltung. Das ist alles nur ein Prozess. Das Einzige, was sich daran hindert, sind die Gedanken, die sagen, oh, soll das funktionieren? Denk dran, wir haben 10 Jahre Zeit. Wenn es im Monat 1 funktioniert, wird es im Monat 2 besser und spätestens nach einem Jahr stehst du ganz anders. Erkennst du es? Schritt für Schritt diese Punkte durchgehen. Und damit kommen wir zum Thema der Regeneration, zum Schlafen. Der Spaziergang zahlt schon auf deine Regeneration ein. Die gesunde Ernährung sowieso. Du wirst dadurch schon besser schlafen. Doch der erste Punkt, den ich dir jetzt halt nochmal mitgeben möchte, ist, steh direkt ohne Snoosen auf. In der ersten halben Stunde, das ist Schritt Nummer 2, nach dem Wachwerden, geh raus und tank Sonnenlicht. Wenn es dunkel ist draußen, mach Licht an. Dass du wirklich wach bist. Das sorgt für einen guten zirkadianen Rhythmus und somit, dass deine ganzen Hormone, Neurotransmitter alle optimal ausgeschüttet werden. Das allein bringt schon richtig viel und du schläfst abends wieder besser. Aber Punkt Nummer 1, schaffst du es ohne Snoosen aufzustehen? Cool, kümmere dich um Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, schaff dir regelmäßige Schlafenszeiten. Hier gehe ich ins Bett, hier stehe ich auf, plus minus halbe Stunde. Wenn du das implementiert hast oder du Schwierigkeiten damit hast, dann fang an, dir einen Wecker zu stellen, der dich daran erinnert, wann es ins Bett geht. Lass deinen Wecker eine halbe Stunde vorm zu Bett gehen klingeln, damit du weißt, gleich gehe ich ins Bett. Klingt komisch, hilft aber. Dein Körper gewöhnt sich dran, du stehst morgens viel leichter auf, du kommst abends viel besser ins Bett. Nächster Step. Du legst dich ins Bett und machst eine tiefe Bauchatmung für 10, 20, 30 tiefe Atemzüge. Heißt, du atmest tief in den Bauch ein und lässt dann langsam die Luft aus. Und du machst das jeden Abend, wenn du ins Bett gehst und wirst dadurch merken, wie dein Gedankenkarussell immer weniger wird, weil du deinen Körper darauf trainierst, runterzufahren und einzuschlafen. Das Gleiche kannst du auch im Alltag nutzen, wenn du merkst, boah, Stress. Und schon fährt dein Körper runter, weil du ihn darauf trainiert hast. Wenn auch das funktioniert, dann bist du auch bereit, die nächsten Schritte zu gehen, weil du schon merkst, wie gut es dir tut. Und dann kommt unsere 3-2-1 Ausregel. 3 Stunden, bevor du ins Bett gehst, nichts mehr essen. 2 Stunden, bevor du ins Bett gehst, kein Stress mehr, keine Arbeit. 1 Stunde, bevor du ins Bett gehst, alle Display aus und dann ab ins Bett. Die meisten sagen, fang damit an. Ja, aber das ist schon eine Riesenhürde für viele. Deswegen, starte mit den Dingen, die ich dir mitgegeben habe und du wirst merken, wie du Schritt für Schritt reinkommst, besser schläfst. Um so bereit dazu bist, neue Schritte zu gehen. Du weißt jetzt auch, wo du bist und kannst dann schon den nächsten Schritt gehen. Vielleicht startest du bei Nummer 5 und hast so einen schnelleren Zugang zur 3-2-1 Ausregel. Jetzt kommen wir nochmal zu einem spannenden Thema, denn wenn du Kleinkinder hast und die liegen mit dir im Bett oder die kommen immer wieder zu dir ins Bett, dann weißt du, die lassen einen weniger schlafen, als wir gerne hätten. Ich wache zurzeit nachts immer wieder auf, weil der Leo sich dreht und auf einmal habe ich einen Fuß im Gesicht, auf einmal habe ich einen Kopf im Bauch. Ganz komisch, ja. Wenn du nachts aufwachst, sag dir ein Mantra immer wieder, was dich ruhig und gelassen hält und was dich dazu bringt, wieder einzuschlafen. Das können so Sachen sein wie, ich bin ruhig, gelassen und schlafe ein. Ich bin ruhig, gelassen und schlafe ein. Trainiere dich darauf, das immer wieder zu sagen. Oder ich bin die Ruhe selbst, ich bin der stille See. Irgendetwas, sag dir irgendetwas, dass deine Gedanken nicht anfangen loszurasen und an alles Mögliche zu denken. Denn wenn du bewusste Gedanken denkst, kannst du nicht einfach alles andere denken. Okay? Was sind die Gedanken, die du denken willst, wenn du nachts aufwachst? Die dich dann wieder runterfahren und runterbringen. Fakt ist, wenn wir Kinder bei uns im Bett haben, dann werden wir wahrscheinlich nicht so gut schlafen, wie wenn wir alleine schlafen. Es geht aber darum, dass die Zeit, die wir schlafen, wir optimaler schlafen. Und darum ist es wichtig, dass wir alles andere aufbauen. Dass wir darauf achten, uns ausreichend zu bewegen, weil das auf den Schlaf einzahlt. Dass wir darauf achten, ausreichend zu ernähren, weil das auf den Schlaf einzahlt. Dass wir darauf achten, unsere Dinge vorm Schlafen gehen zu tun, dass wir gut schlafen und morgens auch wieder gut rauskommen. Und all das zusammen ergibt einen gesunden Lebensstil, der dich immer vitaler, kraftvoller werden lässt und sich alles automatisiert. Und du kannst das in den nächsten 30 Tagen Schritt für Schritt aufbauen. Und ich weiß, du hast jetzt die richtigen Schritte dafür. Entscheidend ist nur herauszufinden, womit du startest. Und das haben wir auch schon geklärt. Du weißt, was es gilt. Du weißt, ob du mit der Bewegung starten willst, mit dem Schlaf oder mit dem Essen. Fang nicht mit allem an, sondern mit einer Sache. Und baut dann aufeinander auf. Wir kommen da gleich noch intensiver dazu fürs Commitment, für die Überzeugung. Jetzt aber nochmal zum Thema Mindset und Bewusstsein. Wie bringst du ein starkes, kraftvolles Mindset, eine mentale Stärke in deinen Alltag? Du hörst es nicht gern, aber es ist Meditation.
Beginne mit Meditation und zwar eine Minute am Tag. Ich möchte, dass du eine Minute am Tag meditierst. Mehr nicht, nur eine Minute. Stell den Timer für eine Minute, setz dich hin, achte auf deinem Atem. Unten drin findest du auch Meditationen, die dir dabei helfen. Die gehen teilweise länger, schalte nach einer Minute ab. Fang an mit einer Minute am Tag. Und wenn du diese Meditation integriert hast, dann geh weiter zum nächsten Schritt und reflektier dich abends kurz. Stell dir zwei Fragen. Was lief heute richtig gut? Und was mache ich morgen besser? Und dann komm zu Schritt Nummer 3. Und der hier ist wirklich mächtig. Achte auf die Worte, die du sprichst. Deine Worte beschreiben nicht die Realität, deine Worte kreieren die Realität. In dem Moment, wo du diesen Satz wirklich verstehst, achtest du auf deine Worte. Streich müssen, sollte, eigentlich, Mann, streich das alles aus deinem Wortschatz und übernimm Verantwortung und geh richtig rein in deine Power. Das bringt dich massiv nach vorne. Der nächste Punkt, um aus deinem Stress-Mindset rauszukommen, ist, schreib dir einfach mal jeden Tag auf, was dich stresst und warum. Überleg dir, was sind wirklich diese Trigger, die mich dann nerven. Und dann geh diese Themen an. Räum damit auf, Schritt für Schritt für Schritt. Freiraum ist ein Programm, was dir das genau Schritt für Schritt zeigt. Das findest du auch unten drin verlinkt. Geh 3 Wochen und die Ergebnisse sind fantastisch. Überleg dir dann, was ist der Wunschlebensstil, den ich leben will? Wer ist die Identität, die ich sein will, die diesen Wunschlebensstil schon lebt? Und was hindert mich gerade daran, diesen Weg zu gehen, diese Identität zu sein? Und tauch dann immer wieder in diese Identität hinein und hol die Zukunft ins Jetzt und sei das schon. Und so wirst du immer mehr das kreieren, wer du sein willst und alles wird sich automatisch ergeben. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten durchgesprochen und jetzt geht es genau darum, wie implementierst du das Schritt für Schritt in deinen Alltag. Punkt Nummer 1. Wenn du sagst, ich bin bereit dazu, geh ins Commitment. Nutz diesen Text, schreib ihn dir auf und unterschreib ihn. Punkt Nummer 2. Du weißt, was du angehen willst und nimm dir 1 bis 2 Dinge, die du jetzt wirklich umsetzt. Und committe dich für 5 Tage dazu. Nur 5 Tage. Ich will nur 5 Tage. Denk gar nicht an 30 Tage, denk nicht an 10 Jahre, denk an 5 Tage. Kannst du das für 5 Tage umsetzen? Nach diesen 5 Tagen überlegst du dir, kann ich das weitere 5 Tage umsetzen? Kann ich mehr tun? Kann ich einen Schritt weiter gehen? Wenn es ein Ja gibt, such dir eine Sache und überleg dir das. Nach weiteren 5 Tagen fragst du dich, hat das funktioniert? Bin ich zufrieden damit? Kann ich einen Schritt weiter gehen? Kann ich noch was dazu nehmen, ohne dass es mich stresst, ohne dass es mich überfordert? Kann ich statt 5 Minuten 10 Minuten Mobility machen? Kann ich statt nur Mobility einmal Krafttraining integrieren? Geh die Schritte nacheinander, aber immer nur für 5 Tage. Du machst das 6 Mal und hast 30 Tage. Jetzt hast du kraftvolle Routinen, weil du die Schritt für Schritt aufgebaut und implementiert hast. Nutze einen Happy Tracker, um das Ganze zu tracken, dass du siehst, wow, das hat sich gesteigert, ich habe es durchgezogen, ist ja mega. Und damit baust du Momentum auf. Und neben Momentum baust du noch viel, viel mehr auf. Du baust Selbstvertrauen auf, dass du weißt, wow, ich kann das. Jeden Tag habe ich diese Mobility gemacht. Jeden Tag habe ich ausreichend getrunken. Wow, ich zahle auf meine Identität ein, auf meine Vitalität. Du baust Selbstwertschätzung. Du baust einen Selbstwert auf, weil du dich wertschätzt, indem du Dinge für deinen Körper tust. Tust du wenig für dich, also keinen Selbstwert. Tust du ganz viel für dich, hast du einen hohen Selbstwert. Das ist ganz logisch, oder? Und du baust eine Selbstliebe auf, weil du dir Zeit für dich nimmst. Du nimmst dir Zeit, die Dinge zu tun, die für dich wichtig sind und mit denen du dann wieder auf ein harmonisches Familienleben einzahlen kannst. Auf deine Energie, Power, Präsenz im Job. Du bist der Schlüssel zu all dem, was du im Leben erreichen willst. Und du bist auch der Auslöser für die Dinge, die nicht so gut laufen. Übernimm dafür Verantwortung und finde diese Kraft in dir, indem du diese Schritte gehst. Denn die Überzeugung, die du suchst, die ist in dir. Die kannst du aber nicht finden, sondern nur aufbauen. Du kannst diese Überzeugung jetzt im Moment finden, wenn ich dich frage, bist du überzeugt davon, dass du es in 10 Jahren schaffst? Ja, jetzt gehst du los, aber irgendwann, da kommt der Punkt, wo du denkst, so ein Scheiß, warum mache ich das überhaupt? Und jetzt genau brauchst du dieses Commitment, dass du es getan hast, kannst zurückblicken und sagen, hey, guck mal, ich habe es jetzt 30 Tage gemacht, ich schaue auch 31. Das ist Überzeugung. Weil du es tust. Überzeugung ist nicht sofort da, sondern das kannst du aufbauen und entstehen lassen. Und wenn du das tust, dann wirst du dich wundern, wo du in 30 Tagen stehst. Du wirst dich wundern, wo du im halben Jahr stehst. Und wenn du in einem Jahr zurückblickst, denkst du dir, Halleluja, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Oder, fuck, hätte ich mal vor einem Jahr gestartet. Es ist letztlich deine Entscheidung. Ich lade dich aber dazu ein, diese Entscheidung nicht egoistisch zu treffen, sondern bezieh deine Kinder, deine Familie mit ein. Denn denk dran, es ist dein Alltag, aber für sie ist es die Kindheit. Welche Kindheit willst du ihnen schenken?
Wer willst du sein und welche Dinge willst du mit deinen Kindern erleben und feiern? Und dafür brauchst du diese Vitalität und dieses Mindset. Und mit diesen Schritten ist es nicht möglich, dass du scheiterst, wenn du es gehst. Wenn du Bock hast, dann haben wir eine Gemeinschaft von ambitionierenden Eltern, die dich dabei unterstützen, die dir dabei Hilfestellung geben, die den gleichen Weg durchgehen wie du. Unten drin findest du, wie gesagt, das mentale Kickbox-Gym. Genau da findet es statt. Ich bin auch dort und kann dir Fragen, Antworten geben. Und ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Und wenn du jetzt noch einen kleinen Tipp willst, wie du deine Ängste noch leichter loslässt, dann schau dir mal das Video an. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Denk dran, du bist die Lösung, alles ist in dir. Let's go und kreieren einen kraftvollen Tag.